Henk Gröner, Debbie Klein und Alex Koke, das Dreigestirn der Frauennationalmannschaft. Die drei sind verantwortlich für den sportlichen Erfolg unseres Teams. Und alle drei sind verdammt froh, dass sie endlich wieder einen Lehrgang durchführen durften. Also es war klar, dass wir unter erschwerten Bedingungen trainieren müssen, mit dem ganzen Abstand und Tests und was darf man wohl, was darf man nicht. Aber ich denke, wir haben das von Anfang an sehr konsequent durchgezogen. Jeder hat den anderen auch mal darauf aufmerksam gemacht, wenn er mal nicht aufgepasst hat. Und ich denke, das ist deswegen auch gut gelaufen. Ja, unheimlich froh, klar. Weil, ich sag mal, 9 bis 10 Monate einander nicht sehen, ist schon echt nicht optimal, dass ich so sage. Aber auch einfach diese persönlichen Kontakte. Ne? Wir haben natürlich viel über Zoom gemacht. Ich habe mir auch mit den Torhütern natürlich viel in Kontakt gesetzt, auch über Zoom, aber das ist trotzdem nicht das Gleiche. Und dementsprechend waren wir auch alle ganz froh, dass es diese Woche noch geklappt hat mit allen Maßnahmen, die dazugekommen sind. Aber ich muss sagen, wir können auch echt vernünftig gut arbeiten diese Woche und dementsprechend ganz froh. Und ich hoffe auch, dass es so weitergeht. Für einen war es zudem eine Premiere. Alex Koke, 41 Jahre alt. Früher selber für den THSV Eisenach in der ersten Liga gespielt. Seit 2018 Trainer der U18 Junioren mit Erik Wuttke und seit neuestem Co-Trainer bei unseren Frauen. Ja, wir haben uns schon unterhalten, bevor Alex auch zugesagt hat. Und natürlich im Nachhinein noch mehr gesprochen über, wie ich das sehe, wie ich trainieren möchte, wie ich auch eine Zusammenarbeit sehe, wie er das sieht. Wie er seine Stärken aussieht, wie er sie einbringen möchte. Das hat gepasst. Wir kannten es natürlich schon, weil er ja auch mit Erik Wuttke bei den Jungs als Co-Trainer mit dabei ist und wir uns bei Bundestrainertagung schon mal gesprochen haben. Ich kenne ihn noch als Spieler damals. Und das hat eigentlich von Anfang an gut gepasst, gut geklappt. Er hat auch richtig Bock drauf. Er macht es auch gerne. Das ist ja auch mal wichtig, eine Voraussetzung. Und ich glaube, auch in der Woche haben wir gemerkt, die Mannschaft hat ihn gut aufgenommen. Er hat natürlich schon mal, er sorgt für neue Impulse. Und auch das ist wichtig. Und ja, ich bin ganz zufrieden. Viel Zeit zur Eingewöhnung hatte er nicht. Zum einen, weil die Lehrgangswoche die letzte richtige Länderspielwoche vor der EM im Dezember war. Zum anderen, weil sein Chef ihn genauso stark ins Training einbindet wie die Spielerinnen. Henk und ich haben uns natürlich im Vorfeld darüber ausgetauscht, dass seine Form der Führung möglicherweise anders ist zu sehr vielen anderen Trainern. Ich halte sehr viel davon. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Mädels mitdenken. Und wenn wir denen nur was vorkauen, dann konsumieren die, aber brauchen selber nicht nachdenken. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass jede Spielerin sich über unser Spiel Gedanken macht, über ihr eigenes Spiel und auch über unser kooperatives und kollektives Spiel, um insgesamt unser Spiel zu verbessern. Insofern diesen Prozess der Eigeninitiative, der Selbstinitiative kann ich nur unterstützen und auch fördern. Ich glaube, dass wir da auch uns ganz gut ergänzen. Manchmal passiert es, dass ich vielleicht auch ein bisschen klare Anweisungen gebe. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz guter Mix aus uns beiden, dass wir es schaffen, eben auch beide Bereiche sehr gut abzudecken. Diese Methode, dass Henk Gröner immer wieder die Spielerinnen selber überlegen lässt, warum die Taktik so gespielt werden soll, war auch für Alexander Koke neu. Ja, das ist natürlich immer spannend, auch natürlich für ihn. Das ist auch nicht immer einfach, jemanden, denke ich, zu finden, die man kann natürlich vorab viele Gespräche führen, zu gucken, ob einigermaßen die Handballphilosophie zusammenpasst oder nicht. Aber im Endeffekt in solchen Wochen als jetzt, ne, wird zuerst zeigen, ob das dann auch wirklich so ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin völlig positiv überrascht. Er hat unheimlich viel Handball-Ahnung und taktisch und technisch und mischt sich überall ganz schnell ein. Und das ist genau das, was wir brauchen. Weil, was wir auch von den Spielerinnen fordern, dass die viel mitdenken und mitreden. Das muss natürlich bei uns genau auch so sein. Und dementsprechend passt das super. Die dritte im Bunde ist Debbie Klein. Als ehemalige Torwärtin, unter anderem bei Buxtehude in der ersten Liga, kümmert sie sich natürlich überwiegend um die Torhüterinnen. Egal ob beim Training, auf der Platte oder im persönlichen Gespräch zwischendurch.
Unser ganzes Betreuungsteam sieht eigentlich so aus, dass auf jede Stelle oder jeden Bereich jemanden haben, der da sage, Profi ist. Und das ist auch das Tollste an dieser Zusammenarbeit, die wir hier haben. Wir wissen eigentlich alle gegenseitig, dass in jedem Bereich diejenige, die dafür zuständig ist, auch die Beste dafür ist. Und ja, so im Bereich Torhüter ist es natürlich klar, dass ich da mit Henk darüber spreche, aber das im Großen Ganzen mein Bereich ist und auch dementsprechend bei Spielern auch entscheide, wer gewechselt wird, wer eingesetzt wird oder wer anfängt und solche Sachen. Aber es ist natürlich klar, dass Henk die Endverantwortung da hat, im Ganzen natürlich, und wir natürlich uns auch austauschen. Und mein Part ist klar, Torwarttrainer zu sein und die natürlich auf dem höchsten Level zu halten. Aber wir haben auch alle zusammen im Betreuungsteam die Aufgabe, ja, die Mannschaft egal wie zu unterstützen. Und so bin ich auch in anderen Bereichen, sage ich mal, ob das jetzt, sag ich mal, mich austauschen mit Spielerinnen einfach im Allgemeinen, auch dafür zuständig. Und diese ganze technische, taktische Vorbereitung, sag ich mal, auf dem Spiel, das mache eigentlich Alex und hängt zusammen mehr, als dass ich da zugezogen werde. Trotz der Umstände das ganze Jahr über freut sich der komplette Trainerstab auf die EM im Dezember in Norwegen und Dänemark. Mit von der Partie ist dann auf jeden Fall auch unser Dreigestirn: Henk Gröner, Debbie Klein und Alex Koke.